Hol schnell einen Ball. Nee, ein Wildschwein wollen wir nicht mitnehmen. Sieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es fängt schon wieder an. Ja. Der Hund muss erstmal einen Ball suchen. Wir gehen eine kleine Runde mit dem Hund und auf dem Weg gucken wir mal, ob wir vielleicht den Zylo mit nach Hause kriegen. Der musste nämlich noch mal wieder ein bisschen Dünger laden, das kennen wir ja bei unserem Nachbarn. Und wenn wir den nämlich wieder kriegen, dann wollen wir jedem Trecker eine Aufgabe zuweisen. Dafür haben wir den Spielkram ja. Lacht schon wieder. Dafür haben wir den Spielkram ja. Und dann geht's hier nachher los. Was wollen wir nachher tun? Lernen. Maishäckseln. Wir sind in der Sandbüchse, der Regen stört nicht, alles gut. Und von daher wollen wir Mais häckseln. Einer kriegt den Maishäcksler, hinterher hätte ich mal gesagt. Ich nehme den Maishäcksler. Einer kriegt den Rollbandwagen hinter, einer den Ladewagen und einer kriegt die Mulche angebaut, weil wir werden jetzt eine ziemlich abwechselnde Zeit haben. Vormittags da, nachmittags da, nächsten Vormittag da, übernächsten Vormittag da, nachmittags wieder da. Wird auf jeden Fall spannend, also viel Spaß. Wir müssen erstmal wieder ein bisschen umstellen. Und wir wollen was testen. Den hier Zylon, der wird noch gebraucht. Es fehlt noch irgendwie eine Kiste hier, ne? Irgendwie so eine Kiste. Fadi hat auch, was hat er denn hier für Müll und. Nee, muss ich wieder sauber machen. Nee, den Zylon, der wird noch gebraucht. Ich wollte den Zylon nämlich vor den Räubernwagen hängen. Müssen wir die Frage hier, wieso? Ja, weil ich es kann. Ich hätte gerne einen Tag mit dem Zylon hier ein bisschen Mais gefahren. Ne? Ist jetzt nicht, also nehmen wir den 818er vor. Wir haben ihn ja. Und dafür brauchen wir natürlich einen Gewichtsklotz. Und den Gewichtsklotz, der steht ja da. Und da wissen wir ja, der wiegt 900 Kilo, ne? Wir wollen mal gucken, ob wir den hier am kurzen Haken mit dem Radlader, ob wir ihn damit transportiert kriegen, ne? Das würde mich mal interessieren, deswegen Kette und dann schlagen wir den mal an. So halten wir den Flurschaden gering, ne? Aber 900 Kilo am kurzen Arm, kann er, ne? Hier war auch irgendwo eine Lasttabelle. Da. Am kurzen Arm. Ja, guck mal, das ist ja immer irgendwie ziemlich weit vorne angeschlagen, ne? Ja, da steht was von 1100 Kilogramm, vorne raus 750. Also diese 750 vorne raus, die hatte ich irgendwie schon auf dem Zettel. Aber dies hier, das gefällt mir ja schon mal sehr gut, ne? Dass man damit auch so ein Gewicht transportieren kann. Weil da wäre ich ja jetzt mit dem Gabelstapler definitiv nicht hingefahren. Das hätte ja wieder im Chaos geendet. Gut, aber da haben wir schon mal den Klotz.
Da müssen wir mal gucken, der Ladewagen muss raus und dann Kramer noch weg und dann kriegen wir ja den Rollbandwagen angeschlagen. Und dann kommt der hinter den 818. So. Und dann gucken wir, dass wir da nachher mal loskommen. Das ist ja Lenkzylinder, ne? Wir waren hier. Der Lenkzylinder, den habe ich in meinem Leben ja schon mal ziemlich zu Anfang, habe ich den schon mal, was habe ich denn damit gemacht? Ausgebaut, Dichtsatz und ein neues Rohr genommen, also Zylinderrohr, weil die waschen immer aus an den Enden. Dann werden sie undicht nach außen. Ja, und dann abgedichtet und man sieht ja jetzt, ein paar Jahre später, fängt es wieder an, ne? Und dann habe ich jetzt mit ein, zwei Leuten gesprochen und die meinen auch, oh, das Lenkorbitol, das geht so selten kaputt. Meistens ist es der Lenkzylinder, ne? Ja, muss ich mal gucken, ob ich vielleicht pauschal schon mal einen Lenkzylinder kaufe, weil wie oft will ich jetzt noch was da rein reparieren, ne? Das ist, diese Lenkzylinder aufzureparieren, das kann gehen, aber meistens nicht lange. Und das deswegen, ja, bin ich am überlegen, ob wir nicht einfach einen Lenkzylinder kaufen und dann schlossern wir den da rein, weil dieser ist ja eh undicht, sehen wir ja, und das will ich nicht, dass da Öl nach außen dringt, auch wenn es nur ein bisschen ist, der steht ja jetzt hier 5-6 Tage, ja. Und das muss ja nicht, dass das Öl da nach außen läuft, ne? Deswegen, wenn man den neuen nimmt, dann ist er intern auch wieder dicht. Und wenn das Problem dann weg ist, dann wissen wir, das Lenkorbitol ist es nämlich nicht. Weil das Ding, nee, das willst du nicht kaufen. Hätte aber auch was, ne? Schön zum Hacken. Ah, wir lassen mal das philosophieren. Ah. Hier ist das Lenkorbitol auf jeden Fall heil. Geht schön schwer. Viele Sachen, glaube ich. So. Das eine oder andere hat halt eben keine Priorität, ne? Würde ich auch gerne, dass das jetzt läuft und damit müssen wir die Gegend heizen ab und an mal. Ja, ist nicht, weil ist nicht. Und dann ist gut, ne? Da kann ich mit leben. Das ist alles nicht schlimm. Die ganze Baggergeschichte steht hier jetzt auch gerade. Ja. Das Wetter ist auch nicht mehr so nach Baggern. Ab und an wird nochmal nach dem Bagger gefragt. Das ist so, aber im Moment sind wir ja baggermäßig nicht ganz so breit aufgestellt. Und das ist das Gute. Und das ist das, was ich auch jedem rate. Das ist betriebswirtschaftlich. Betriebswirtschaftlich ist das vielleicht nicht das Denken, was die Großunternehmer machen oder so, weiß ich nicht. Aber ich habe die Philosophie, wenn ich was habe, dann habe ich es bezahlt. Und wenn es dann da steht und kaputt ist und ich nicht dazu komme, es zu reparieren, kostet es mich aber auch kein Geld. Und das ist so mein Ansatz an der ganzen Sache. Und deswegen, das kann der eine oder andere vielleicht nicht nachvollziehen, weil hier, keine Ahnung, du musst hier da, das Geld muss rausfließen, weil du hast ja auch Einnahmen und dann, sonst hast du so viel Gewinn und bla bla bla. Ja, ist alles richtig. Aber ich kann abends zu Bett gehen und muss mir nicht Gedanken machen, dass morgen einer was abbucht und es muss was da sein, dass er das auch abbuchen kann. Ne? Und deswegen, das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Deswegen gehe ich auch so ein bisschen entspannt an die Sache ran. Ich habe dann halt relativ spät mit diesem ganzen Kram angefangen, weil ich ja erstmal das Geld verdienen musste, um mir das leisten zu können. Ne? Ja, das ist so. Ne? Und dann irgendwann bist du in der Spirale drin, dann, wenn man dann arbeitet und wirklich arbeitet und nicht hier auf dem Sofa liegt, dann dreht sich das auch und dann verdient man ja auch Geld und dann, ja. Dann kommt man eben auch mal ein Stück weiter und kann das eine oder andere dazu ordern. Ne? So, da steht schon unser Gewicht. Das können wir jetzt an den 818 schnallen. Dann fahren wir den Ladewagen raus und gleich wieder rein, weil es soll gleich ein Schauerregen kommen. Mit 3 Tropfen auf der App. Bei 3 Tropfen, glaube ich, könnte ja vielleicht was kommen. Der Ladewagen soll nicht nass werden. Der Achter und der Räuberwagen, die können ja ruhig eine Rutsche haben.
Und der 600er kann ja da drüben erstmal wieder rein. Dann passt das soweit. Ne? Es wäre eben jetzt cool, aber es ist nicht fertig. Wenn die Tür wäre, könnte der jetzt hier vorstehen. Man könnte die Tür zumachen und dann wäre das gut. Ne? Also diese Türvergrößerung, die ist natürlich mega wichtig, aber die ist auch nicht lebensnotwendig. Es muss aber jetzt irgendwann mal passieren natürlich, weil es mir die ganze Sache einfacher macht. Ne? War auch noch die Frage, aber dann, oh, hast du die Fräse schon aufgestellt? Nee, natürlich nicht. Die Fräse kann ich jetzt aufstellen, wenn ich Fußbogen gemacht habe. Wenn ich Fußbogen gemacht habe, kann ich Wände machen. Und wenn ich Wände gemacht habe und Fußboden gemacht habe, dann kann ich die Fräse da drüben hinstellen. Vorher brauchte er ja gar nicht anfangen, weil hier macht keinen Sinn. Ne? Deswegen habe ich die hier hingestellt, in die Ecke, stört keinen und fertig. Ne? Was ich nochmal hinkriegen muss, ist, irgendeiner muss nochmal diese Flächenschleifmaschine kaufen, damit wir die los sind. Also wenn noch einer für 500 Euro eine Flächenschleifmaschine hier wegholen will, muss er vorbeikommen und die abholen. Lade ich ihm die auch noch auf. Palette brauche ich. Habe auch noch Schleifscheiben dazu. Jo. Dann ist das weg. Genau. So. Gewicht ran, rausfahren, wegfahren, anbauen. Ah, hier zwei Sachen noch rüber. Ach, die Reifen ja auch noch. Ah, die könnte ich dann auch noch jetzt für die. Ja, muss ich mal drüben unter den Carport gucken, ob da noch Platz ist. Für die jetzt, für den Saisonmoment, dieses ganze Hin- und Herfahren, wenn du dann immer noch Reifen hin- und herrollen musst, nur weil du an den Wagen ran willst, ist ja auch irgendwie doof. Aber ich glaube, drüben ist kein Platz mehr. Aber schön wäre, wenn sie weg wären, ne? Och, mir fällt da noch was ein. Ich hätte niemals gedacht, wir müssen uns hier nichts vormachen übrigens. Der Akku hat immer noch nichts verloren, weil ich ja nicht so viel damit mache. Aber ich mache damit was. Und das ist da Buckelpiste hoch 10. Dieses Ding, das fährt überall drüber. Das ist unglaublich. Bestes Ersteigerungsgerät ever. Wenn ich mir überlege, muss ich pumpen sonst und machen und tun und jetzt. Und wenn du dann mal mehr zu machen hast, hier und da ein bisschen was, Paletten hin und her fahren, ey, es ist so entspannt. So. Da hinten stand das noch nicht, da muss das mal hin. Ach ja, wenn es immer gehen würde, ne? Aber es geht nicht. Ich habe irgendwie kein Licht am Anhänger. Und es kann ja eigentlich nur wieder an dieser Steckdose immer noch liegen, die wir immer noch nicht gemacht haben. Wir schalten mal ein. Wir gucken mal einmal. Standlicht. Mit unserem Prüfgott hier drücken wir nochmal rein. Und wir sehen, Rücklicht rechts, Rücklicht links. Beides geht. Rechts wie links. Das ist schon mal gut. Sieht ja auch alles nicht so übel aus. Wir wissen ja, beim 9er hat es ja funktioniert, als wir es abgebaut haben. Ne? Aber wir sehen, nichts an. Nichts. Jo. Es kann eigentlich nur denn in dem Stecker sein. Beziehungsweise wir nehmen noch einmal, vielleicht ist die Verbindung auch immer noch scheiße. Wir nehmen mal hier das Kabel dazwischen. Ich sag's ja immer wieder, ne? Die Kamera muss sie in die Tasche stecken, weil die Zeit dann drängt, ne? Ich habe vorsichtshalber hier am Anhänger nochmal einen neuen Stecker reingebaut, weil der sah jetzt nicht mehr so mega geil top aus. Das hat aber nichts geholfen. Und dann habe ich hier alle möglichen Sachen eingepackt und die Sicherheitsgeschichte mit Funk, die muss ich gleich noch ein bisschen laden, damit ich erstmal loskomme.
weil ich muss ja los. Und dann ist es so, dass hier, ich ja immer sage, ich mache das gerne abends fertig, weil dann weißt du, wenn irgendein Blödsinn nicht geht, dann zögert sich das dann hinten raus, aber du bist der nächste Tag nicht so unter Druck. Dann hast du zwar 1, 2, 3 Stunden kürzer geschlafen, aber du bist nicht so unter Druck. Der hält auch nicht mehr so gut. Mein Kartenhaus fällt zusammen. Was wollte ich eigentlich machen? Weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall hier, das muss ich gleich mal wieder anklicken. Das hält immer erst beim zweiten Step. Auf jeden Fall ist das alles spooky, ne? Du hier denkst, das geht ja alles und willst zusammenbauen und dann kommt doch irgendwie der Moment, wo es dann wieder so nicht geht, ne? So, du mit deinem dicken Ram hier. Moin. Sehr gut. Kommt dann der Moment, wo es dann mal nicht geht, ne? Deswegen mache ich das immer zu gerne abends. So, und jetzt kommt das Spookigste an dem Ganzen. Dann fahre ich die ersten 2 Kilometer. Und jetzt kann ich hier im Spiegel sehen, dass mein Licht hingeht. Weil ich ja die Begrenzungsleuchten dran habe. Und die eine Begrenzungsleuchte, die da leuchtet, leuchtet da jetzt auch. Also jetzt geht's wieder. Es ist also irgendwo nicht gut. Das müssen wir auf jeden Fall untersuchen. Das geht schon mal gar nicht. Das Problem ist, diese 2 Tage Regen, die kommen sollten, oder 3, die sind ja komplett ausgeblieben. Und da ist mir natürlich komplett die Zeit weggelaufen. Dafür haben wir geflüchtet, Robert gemacht, getan. Da wollte ich ja so Sachen machen. Konnte ich ja nicht, weil war ja nicht. Und nun müssen wir mal gucken, wie wir das wieder aufholen. Dann waren ja noch 2 Tage Amazone. Das bringt mich natürlich voll aus dem Rennen, ne? So eine Aktion. Aber nichtsdestotrotz, auch das schaffen wir, ne? So, jetzt haben wir wieder unsere Lieblingsgeschwindigkeit. Knapp über 40. Da springt der Kandidat. Da wollte ich ja auch gerne. Hier haben wir einfach so 39, so geht's. Komisch. Wollte ich auch noch Stickstoffblasen einbauen, die liegen auch schon rum. Naja, es ist ja alles nur immer so ein Zusatz. Es geht ja auch so, ne? So, wir fahren erstmal los. Wir schaffen es fast pünktlich. Wenn ich noch irgendwelche Planänderungen mache, bin ich der Erste auf der Fläche. Maishexer ist auch nicht in Sicht. Letztes Jahr war ja das ganze Stück. Dieses Jahr ist ja noch ein bisschen Gras dazugekommen, beziehungsweise vom Maisland von ab, ne? Wir gucken mal, ne? Irgendwann wird hier einer auftauchen oder einer anrufen und fragen, wo ich bin. Aber Aussage war, da wo wir letztes Jahr angefangen sind, da fangen wir dieses Jahr auch an. Machen wir. Ha, siehst du, ich habe gerade erstmal telefoniert. Die müssen noch die Silienmittel füllen und all so ein Kram. Sind aber gleich auf dem Weg. Also sind wir schon mal zeitig. In der Zeit habe ich schon mal hier. Auf diesem Trecker muss ich auch noch Steckdose installieren. Ach ja, auch wir müssen so viele schöne Sachen machen. Aber ich mache schon mal Mittag. Genau, füllen wir die Dinger. Und dann bin ich aber hinten an der Tüchte eben gewesen. Und das ist so im Holm, die Kabel. Habe ich mal nur dran gewackelt und dann ging das Licht an und aus. Also da hinten drin ist irgendwo der Fehler, ne? Hätte ich mir die Aktion mit der Steckdose hier vorne mit dem Stecker sparen können, ne? Aber so. Man denkt sich ja dann immer, ach, man macht das mal und dann, ja. Weil da sah innen die Waren so ein bisschen angegammelt, ne? Wenn so ein Wagen in die Jahre kommt und der hat zu Anfang viel draußen gestanden, glaube ich, dann kommt da Feuchtigkeit rein und dann fängt das irgendwann an, ne? Jetzt müssen wir aber mal da hinten dann reingucken. Aber ich habe die dann immer zur Not. Das ist mein Notfallsherd. Ich habe eigentlich 2. Ich weiß nicht, wo das andere ist. Es liegt vielleicht auf dem 9er. Es macht ja Sinn, ne? Eigentlich wollte ich immer auf jedem Trecker so ein Ding haben, dass du im Notfall die länger daran wachsen kannst. Und dass du dein Licht hast, ne? Und Blinker und bla bla. Besser ist besser, ne? Das ist zwar nicht zulässig, aber es ist besser als gar nichts. Und deswegen nehmen wir lieber besser als gar nichts, dann sind wir auf der sicheren Seite. So, das sollen 6 Hektar sein. Dann wollen wir mal gucken. Fast vergessen zu filmen, wa? So. 150er Case. Puma. Mit Zettel. Dahinter Jaguar 840 mit nicht lackierten Felgen. Im hinteren Bereich. Und sehen wir ja noch der 924 Rundhauber. Ne? Genau, wir drei fahren hier ab. Es ist nicht so weit vom Feld zum
geguckt hinten. Also ich hatte immer, wenn du das Licht ausmachst, dann geht das Licht hinten nicht an. Wenn du bestimmt am Kabel wackelst, kommt's. Ansonsten geht alles, Bremslicht geht und Blinker geht und alles gut, ne? Naja, das wird durch. Jetzt kam hier gerade erstmal so mit einem Schnusselnussel, schon das zweite Mal. Aber es ist irgendwie das Meisterwetter, ne? 30 Grad und Sonnenschein, das haben wir 2018 gehabt. Das will auch keiner. Dann nimmt man doch mal hier zwischendurch mal so ein paar Tropfen Regen, ne? Genau. Was wollte ich gesagt haben? Irgendwas fiel mir noch ein. Weiß ich auch nicht. Die sehen schon langsam, da fangen schon langsam grüne LEDs an zu blinken. Also da kommen wir auch langsam in einen Bereich, dass wir da Strom drauf haben, weil dann haben wir immer so ein Sicherheitslicht. Ich finde es charmanter. Der Mais für das Jahr, wo eigentlich so der Mais scheiße stand, steht so eigentlich echt gut. Ne? Ordentlich Kolbenansatz, 1 bis 2 Kolben. Hier ist wirklich Sand. Da könnt ihr sehen, steht schon so ein Bagger. Und möchte da auskiesen, das hier wird ausgekiest irgendwann. Und da drüben, da wird auch fleißig ausgekiest. Ne? Also das ist hier mitten im Sand des Nordens. Ja. Von daher, solange der Acker noch besteht, ne, machen. Ich wollte euch noch irgendwas erzählt haben. Habe ich fast vergessen. Keine Ahnung. Wir gucken mal. Dame, ne? Den Rundhauber mit dem Kronewagen. Was ich euch erzählen wollte, es gibt ja viele Arten von Häckslerfahrern, ne? Der hat alle Automatiken und hat die auch immer an, ne? Dann hier pustest du den Wagen damit voll und dann zum Schluss nochmal so einen Strich drüber, fertig. Musst du dich eigentlich um nicht viel kümmern, du musst ja immer nur darauf achten, dass der olle Turm gerade ist. Und dann ist es immer ganz ratsam, wenn dir der Fahrer sagt, ob er von vorne oder von hinten anfangen eingestellt hat, und dann ist es ja easy, ne? Dann hast du den, der sagt, mach mal wie du denkst und ich helfe dir so mit. Und hier zum Beispiel ist meistens immer so, ich stelle dir die Klappe ein und dann machen wir den Wagen voll. Ne? Das ist echt cool, weil da hat man immer irgendwie alles so ein bisschen. Ne? Hier musst du dich so ein bisschen konzentrieren, dann machst du dir selber mal so ein bisschen den Wagen voll. Wenn da jemand ist, dann drückt er auch auf den Knopf und sagt, uha, nee, das geht aber so nicht, was er da macht, der Junge. Ne? Aber so unterschiedlich sind dann so die Häckslerfahrer. Ne? Ja, ist ganz witzig. Hier ist gerade neue Einweisung. Ja, darf mal jemand anderes den Häcksler fahren. Finde ich cool. Richtig cool, wenn sich da Leute für interessieren und schon Erfahrungen mitbringen im Trägerfahrbereich oder Mähdrescher vielleicht, dann ist das natürlich auch möglich, so einen Häcksler zu fahren. Aber wir müssen uns nichts vormachen. Da arbeitest du noch hier mit deinen Ohren und mit deinen Augen. Da gibt es keine irgendeine Automatik, die irgendwas macht oder so. Ne? Er wird ja wohl nicht wegfahren, oder? Ich dachte schon. Da ist auch vorne noch Platz. Vorgewende ist ein bisschen klein. Wir müssen immer so eine Schleife fahren. Nee, nee, nee. Hätten wir wohl noch mal rumhäckseln können. Ich habe schon meine Kamera voll geludelt. Und dann kamen auch schon ein, zwei Kommentare wieder so, von 49, der ist ja aber alt und hin und her. Ja, Leute, aber wir fahren hier mit 3 Wagen stramm weg, ne? Da kommt was rausgeflossen. Sicherlich kommt aus so einem Riesenteil wesentlich mehr rausgeflossen. Aber die Festfahrkolonne sagt ja, was geht und was nicht geht, ne? Und die sind hier auf 2 Mieten mit 2 Treckern. Der Silo auch vernünftig fest, ne? Keinem ist geholfen, wenn du da die Ware hinkippst und keiner kriegt die festgefahren, ne? Also von daher schon ganz cool. Das erste Stück geht langsam zur Neige. Huh!
kurz erschrocken. Du mit Regenbogen. Jetzt ist der CVT noch mit dazu gestoßen mit dem Klaas Quantum. Weil die Flächen, die wir jetzt, oder diese und die Nachbarfläche und das, was morgen noch ist, oder ja, diese Fläche schaffen wir ja. Mhm. Ja, vielleicht noch. Doch, die müssen wir ja schaffen, weil hier stehen vier Jäger drum. Jäger drumherum. Wäre ja schade, wenn die das nicht mitkriegen würden, also wenn wir wegfahren würden, ohne fertig zu sein, denn wenn denn Schweine drin sein sollten, dann wäre das ja ärgerlich, ne? Genau, aber für die weiteren Strecken jetzt ist der Quantum noch dazu gekommen und dann sollten wir das einigermaßen handeln, ne? Das sind schon ein paar Kilometer jetzt, die wir fahren müssen, aber ja, hat ja immer geklappt. Warum soll das jetzt nicht mehr klappen? Ja. Ich weiß nicht, ob man das gleich sehen kann, aber wir sind gleich da. So ist direkt der Stocksee. Ne? Ist bei uns so der See mit dem klarsten Wasser. Ne? Der ist sehr tief, klares Wasser, aber ist auch lange kalt. Ne? Das ist zum Baden immer so. So mögen wir das haben mit dem Licht. Da stehen Jäger, ne? Mal gucken, ob was drin ist. Nicht, dass ich mich so erschrecken muss wie vorhin mit dem Hirsch. Junge, 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 als der da rausgekackelt, kann man mir auch bitte verfehlen. Die beiden sind jetzt aufgeladen. Können wir unsere einzige USB-Ladestation hier im Trecker. Oh, wir müssen das mal erweitern. Mal um. Dunsten hier und dann können wir mal das Handy laden. Aber was ich war hier im Wagen, habe die Kamera sauber gemacht. Was ich euch noch zeigen wollte, ich habe hier auf den hydraulischen Oberlenker habe ich mein Rollo gemacht. Das ist hier. Oh, danke, mein Lieber, das ist so geil, dass wir das gebaut haben. Hier. Das ist hier und da, kann man da vielleicht noch ein paar geile Sachen zusätzlich machen. Man hat ja immer so Ideen, aber das zum Beispiel, ey, das ist geil, ne? Das ist einfach nur geil. Das hast einen Kippschalter, hast das Öl reduziert, geht so ein Zylinder da oder zwei, gehen da tiefenentspannt rauf und runter, ne? Total geil. Total geil. Ja, man sieht schon ein bisschen Kampfspuren sind schon. Es ist einfach so, ne? Wenn nur so ein bisschen Regen fällt, das ist hier alles nicht matschig oder so, gar keine Frage. Aber dann steht so eine Pfütze auf der Straße und hier und da und tralala. Ne? Das ist leider so. Naja, aber wir kommen ganz gut voran, da gibt es nichts. Wenn so eine Kamera sauber ist, kann man auch gleich viel besser gucken. Ne? Muss ja ganz klar sagen.
hatte ich neulich ein, zwei Mal, da wurde ich gefragt, Mensch, mein Kamerabild bleibt blau und geht nicht. Habe ich ja bei einer Kamera auch, aber da ist, glaube ich, irgendwas im Argen. Ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, und das waren eigentlich meistens immer so, wenn Kabel zusammengesteckt wurden. Du hast durch die Stecker so viele Übergangswiderstände. Deswegen müsst ihr ja eigentlich, wenn ihr das System habt, glaube ich, dürft ihr keine Kabel zusammenstecken. Wenn ihr meint, ihr habt 5 und 5 Meter, dann steckt ihr einfach 5 und 5 zusammen, habt ihr 10. Nee, kauft lieber ein 10 Meter Kabel. Das geht eher. Ne? Ja. Das ist so die Erfahrung dazu. Mussten wir alle vier Lastschaltschuhe runterschalten den Berg hier hoch. Er ist halt lang. Und lang bedeutet immer Aber er bekrabbelt sich ja gerade wieder. 18, 19. Ja. Da ist schon die Nacht. Ich denke mal, das ist mein letzter Wagen. Viel ist hier auch nicht mehr. Weiß nicht, drei Bahnen oder so? Schwer zu sagen. Aber dann ist das Stück weg und dann vor allen Dingen ist das dann passig mit den Jägern, ne? Beleuchtung. Überall Lichter. Oh, da ist noch ein bisschen Schmodder drauf. So, geht los hier. Kommt hier nicht was? Kommt da noch was? Oh, guck mal, wie schön das läuft hier. Irgendwie muss es auch wieder aufhören. Ja, macht's. So. Oh, die Spiegel. Naja, wird schon schief gehen. Habe ich euch gar nicht mitgenommen, ne? Aber ist auch egal. Morgendliche Routine. Du nimmst den Lappen, brauchst du rein theoretisch noch nicht mal, das ist der Vorteil. Ziehst erstmal den Ölpeilstab vom Motor, guckst, ob da was drauf ist. Dann gehst du nach hinten. Ziehst den Ölpeilstab vom Getriebe, guckst, ob da alles drauf ist. Dann machst du das Licht an. Dann lässt du gucken, ob das Licht geht. Und dann fahren wir los. Ne? Das ist so. Das ist tatsächlich das, was ich morgens immer mache. Das kostet nichts, außer ein müdes Lächeln. Aber das kann ganz, ganz viel helfen. Ne? Ganz, ganz viel. So, die beiden Haufen. Wollen wir noch ein bisschen größer machen? Wünschen muss doch kommen, ne? Heute ist die Reihenfolge immer anders. Heute haben wir mal den schönen Steier vor uns. Ne? Herrlich. Heute wird das Wetter auch besser. Er sagt, es gibt keinen Regen. Die Jungs sagen, es gibt Sonnenbrillenwetter. Sonne steht ja auch immer tief, ne, zu dieser Jahreszeit. Auf dem letzten Stück angekommen. Irgendwie wollen wir hier. Hier ist ja mehr als mehr. Aber irgendwie wollen wir hier nochmal 3 Hektar rausbeißen. Oh. Und dann sind die Silos nämlich auch voll, ne? Herrlich. Denn ist ja zum Glück auch schon wieder bedacht. Hoho. Hier ist schon ein bisschen trockener. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da
den Karnickelsandberg. Ne? Das ist so die Region, in der wir hier gerade zugange sind. Ne? Sand, hier gibt es auch noch Sand und dann ist unten drin auch noch Sand. Ja. So aus der Berg. Hey, Schrubbel, nur mal fix die Ecke weg, ne? Schü-tü-tü. Kommt da so raus, Uli? Was habt ihr alle? Stand, sondern auf die andere Seite, weil morgen brauchen wir den und dann kann der dahin, wo dieser stand, das ist ja ein bisschen schwieriger reinzufahren, aber ich glaube, den brauchen wir, den Ladewagen brauchen wir vielleicht erstmal ein paar Tage nicht mehr. Ne? Und deswegen habe ich so die Hoffnung, wenn ich das einmal durchtausche, dass ich mir damit ein bisschen Freiheit erkaufe. So. Wir schauen mal. Wir drücken diesen erstmal da rein. Dran, schön durchgeguckt, abgeschmiert. Was soll noch passieren, ne? Die Meldung, dass die ersten Flächen frei sind, ist auch da. Dann muss das ja klappen. Das hat sich beim Häckseln alles ein bisschen verzögert, weil natürlich dieser Regen jetzt einmal dazwischen gehämmert ist. Ja, aber dann ist damit bei. Hatte ich es ein bisschen ruhiger. Habe ich alles ein bisschen ruhiger gemacht, alles ein bisschen genauer gemacht. Kann ja auch nicht schaden, ne? Gucken wir mal, dass wir dem
dass wir der Häckselkolonne da ein bisschen auf die Schliche kommen. Dann sehen wir auch ein bisschen mehr, außer nur so einen alten Achter und einen Mulcher, ne? Erstes Stück haben wir schon fertig. Die Jungs mit dem Häcksel sind hier zu einer anderen Fläche, da müssen wir da hin, die ist noch ein bisschen weiter weg. Ich habe gar nichts gefilmt, aber ich hatte hier Bosse dabei, Junior vom Unternehmer, der hier häckselt. Und ja, dann schmeißen wir ja hier nicht wild die Kamera an. Wobei wir Gespräche geführt haben, die hättest du eigentlich mit aufnehmen müssen. Sie sagen halt die Wahrheit, ne? Ich weiß jetzt genau, wer den Silo hochgekommen ist und wer nicht. Und wer sich wann wo festgefahren hat. Und nur so Dinge halt, ne? Ich weiß jetzt so Dinge. Aber cool. So, erstes Stück, wie gesagt, fertig. Sieht schon mal sehr gut aus. Ich habe das Stück hier auch schon mal geflücht. Also man muss ein bisschen aufpassen. Hier gibt es Klunker. Die will man sich natürlich nicht irgendwo reinzehren, ne? Aber das ist ja kein Problem, weil man kann, ich meine, die Sonne stand heute bloß tief, da ist das echt schwierig, ne? So, wenn es dunkel ist, so mit Scheinwerfern kann man, glaube ich, manchmal noch ein bisschen besser die Steine sehen. So, wir müssen jetzt einmal über die Wiese rüber und dann auf das andere Stück. Einmal rundherum bin ich da schon, da habe ich den Kleen nämlich eben abgeliefert. Haben wir jetzt das Zylon-Phänomen? Haben wir wohl, ne? Hab nochmal gerade alle Schlägel kontrolliert. Standlicht auf einer Seite aus. Muss ich jetzt noch die Sicherung suchen? Ne, wir müssen erstmal arbeiten. So wie immer, ne? Jede einzelne Lampe, die man da angebaut hat, hat sich gelohnt, ne? Stoppelbeleuchtung zur Seite, die hier, die hilft einem unheimlich und ach, egal welche Lampe, ne? Du kannst nie genug Licht anbauen, das ist einfach so. Es entlastet dich ja, ne? Die einzige Entlastung, die noch fehlt, ist hier unser AT2-Lenksystem, ne? Das liegt da schon zu Hause im Karton. Ich will euch das schon immer mal gezeigt haben, das habe ich noch nicht geschafft, schaffen wir aber auch noch und dann werden wir das verbauen und dann wird das auch noch wieder ein bisschen entspannter. Ne? Ich sitze ja hier, schwer zu sehen, ne? Ich habe den Sitz gedreht, man kann den Sitz ja drehen und das bietet sich bei diesem Trecker an. Bei dem 9er ist das nicht so von Vorteil, aber bei diesem hier ist das richtig cool, weil du sitzt dann hier in die Richtung mit den Füßen, kommst hier gut an die Steuergeräte ran. Ich brauche ja nur den Kippschalter und das Steuergerät und ja, wenn du dann nach hinten guckst, ist es auch ein bisschen angenehmer, ne? Ich trete mal die Kupplung, dann schalte ich eine Lastschaltstufe runter, dann hebe ich vorne an, dann hebe ich hinten an, alles mit einer Hand rum. Und wir sehen, da muss ich wieder meine Hand haben. Das ist schon das letzte Mal rum. Also einmal runter und wieder hoch. Und dann haben wir das nächste Stück auch fertig. Und dann ist noch ein Stück, das ist aber nicht so groß. Und dann sind wir fertig, ne? Achso, und jetzt eine Kinke wieder mehr. Das mache ich ohne Kupplung. Und dann passt das Ganze, ne? Dann gucke ich, wie gesagt, auf meinen Druck von der Fronthydraulik und dann passt das. Richtig cool. Zwischendurch, guck mal, jetzt haben wir 21.41 Uhr. Zwischendurch hatte ich noch mal Abendbrot. Ein Glück, es gab noch mal warm. Wir hatten ja erst warm heute Mittag. Also Maisernte, großes Lob und Anerkennung an die Frauen. Vielen Dank, dass ihr immer so tolles Essen macht. Ne? Das motiviert gleich ganz anders. Das ist einfach so. Kann ja jeder sagen, was er will. Aber so eine warme Mahlzeit. Und wenn es dann auch noch Frühstück gibt und Abendbrot und Kaffee und hier noch eine Sorte Kuchen mehr und da noch. Ach herrlich, das ist so herzlich. Das ist einfach nur schön. Ne? Vielen, vielen Dank. So, dann werden wir ja gleich erstmal einmal gucken. Ich denke mal, die Sicherung ist durch.
wegen dem Licht, da muss ich dann gleich einmal gucken, das schrauben wir einmal auf. Das muss ja irgendeinen Grund haben. Ich hoffe nicht, das wird so ein Akt wie beim Zylon, dass wir da so lange suchen müssen. Da habe ich eigentlich gar keine Lust zu. Ja, und hier sieht man auch, hier unten ist schon alles weg, hier passt es, ne? Ach, ohne Lenksystem ist das halt so. Es geht auch ohne, aber Kupplung ein runterschalten, anheben vorne, anheben hinten, rum. Vario ist ein Vario, ne? Das ist einfach so. Der muss dann nicht in Anführungsstrichen so hart schalten, aber naja. Runtermachen vorne. Runtermachen hinten. Fertig. Wobei hier nicht mehr wirklich was ist, ne? Kleines bisschen noch. Dann gucken wir mal, was die Sicherung sagt. Außerdem kann man beim Mulchen, ich fahre jetzt 11,6 km/h, ne? Die Koppel ist noch leicht polterig. Du kannst ja gar nicht Drohne fliegen zum Beispiel. Da kriegst du. Ich muss das ja dann immer mit dem Bein lenken. Ja. Es geht alles hin, auch die Hose an Loch. Mann, Mann, Mann. Du musst dann immer mit dem Bein lenken und das ist nicht so schön. Sehr schön. Nächster Schlag weg. Ich glaube, die ist nicht mehr gut. Habe ich hier noch Ersatz? Oh, die sind so riesig, die ich hier einen Ersatz habe. Ja, dann gucken wir mal hier in die schöne Fankiste mit Autogrammkarten und, hier. 5. Ausgerackt habe ich 7,5. Stecken wir mal 10 rein, mal gucken, ob sie gleich klimpert oder. Ach, guck mal hier, da. Das will schon mal wieder. So. Dann sind wir für die Straßenfahrt ja schon mal wieder gesichert. Dann haben wir schon mal wieder Licht. Wobei ich ja am Mulcher Licht habe, das würde ja noch gehen, weil das ja unabhängig davon ist, ne? So, Kiste wieder drauf. Und dann hoffen wir mal, dass es hält. Aber es kann ja gut sein, dass es durch den Wackeln natürlich wieder rausfliegt, weil was auch immer ist, ne? Ha! Ich wollte euch gerade zeigen, ich habe noch mal eine Sicherung reingesteckt. Beim letzten Mal hat es hier halben Meter gehalten, so ungefähr. Jetzt habe ich sie reingesteckt und habe hier noch kurz mein Handy reingestöpselt, Kamera angemacht. Licht ist wieder aus. Das scheint also ein eindeutiges Problem zu sein. Da gibt es keine zwei Meinungen. Ach, so, 11:30 durch. Fertig. Kann nach Hause. Kurz noch mal eine Tanke ran. Was war das für eine Eichel? Kurz noch mal eine Tanke ran. Und dann haben wir es, ne? Ja. Das hat super geklappt. Schaukel, schaukel, schaukel. Aber wie wir sehen, guck mal hier. Es steht noch Mais. Aber der ist auch noch ganz schön grün. Also der kann noch ein bisschen, ne? Aber jetzt so ziemlich wird an allen Fronten gekämpft. Ne? Wir werden im nächsten Video auch wieder an der Maisfront zugange sein. Nur einmal kurz am Rande, wenn ich das alles so richtig verstanden habe. Aber wir werden da mal eine Runde mitspielen. Ne? Genau. Ich dachte ja, das letzte Video wird kürzer. Ich glaube, dieses ist jetzt kürzer geworden. Irgendwann muss es einen ja einholen, dass man ein paar Tage lang nicht gefilmt hat. Ne? Aber das macht nichts. Ich muss wieder in meinen Rhythmus kommen, sonst hier komme ich durcheinander. genau. Das. Ja, dann haben wir es aber soweit. Dann hoffe ich, dieser Maisauftakt mit dem schönen Jaguar 840 hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein bisschen Liebe da. Und dann sehen wir uns zu einem neuen Video wieder. Ne? Nehmen wir es mal rum. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut. Tschüss!